Willkommen zum VIP-Talk auf der roten Couch. Diesmal mit Kurt Siegel, Präsident des Bundesverbands Elektromobilität. Herr Siegel, wir haben 5 Thesen für Sie vorbereitet und bitten Sie, richtig oder falsch zu antworten und eine kurze Begründung zu geben jeweils. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Erste These: Statt ewig über Standards zu diskutieren, sollten möglichst schnell bezahlbare Elektroautos auf die Straße gebracht werden. Richtig. Und auch machbar. Und zwar sofort. Man trenne einfach die Karosse vom Akku. Okay. Elektroautos sind klasse, so die zweite These. Die verkaufen sich völlig ohne Subventionen. Falsch. Als das Stromnetz erstellt wurde in dieser Republik oder als die Deutsche Bahn zum Laufen gebracht wurde, gab es auch Subventionen. Diese Subventionen hat der Staat gestellt. Und auch diese Subventionen brauchen wir hier. Nur wir sollten sie intelligent anlegen. Nicht einfach nur Geld verteilen, sondern sich vorher überlegen, wie machen wir es, dass auch wieder etwas zurückkommt davon. Okay, die dritte These. Die von der Bundesregierung anvisierte 1 Million Elektroautos bis zum Jahr 2020 werden wir verfehlen. Falsch, definitiv falsch, extrem falsch. Wir werden zwischen 4 und 5 Millionen Fahrzeuge bis dahin auf Deutschlands Straßen. Sie sind sehr optimistisch. Die vierte These: Die deutsche Kraftfahrzeugindustrie hat eigentlich kein Interesse an der Elektromobilität. Falsch. Die deutsche Kraftfahrzeugindustrie arbeitet vehement an diesem Thema, wenn auch etwas verspätet. Das gab es aber schon öfters. Man denke nur an den Katalysator. Man stellt aber auch einen extrem hohen Anspruch. Und der muss erfüllt werden. Und das macht auch den Erfolg dieser Industrie aus, weltweit. Und die fünfte These: Das Thema Elektroautos ist völlig überbewertet. Der Elektroantrieb ist viel besser für Zweiräder geeignet. Falsch. Er ist für Zweiräder definitiv super geeignet. Nur wir haben halt in Europa und speziell auch in Deutschland nicht immer Sommer. Und dazu braucht man dann eben Vierräder und ein Dach drüber. Und das erwartet der Kunde auch. Und darum ist er mindestens genauso geeignet fürs Automobil. Und wir werden einfach mit fossilen Brennstoffen es nicht schaffen, Mobilität auch in Zukunft für unsere Kinder zu garantieren. Vielen Dank, Herr Siegel, für diese prägnanten Antworten Gerne. Auf die 5 Thesen, Danke. Die wir Ihnen präsentiert haben. Ja, vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Sie können dieses Gespräch auch in YouTube nachhören. Hier auf der Messe wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Zeit.